Herzlich willkommen zum vierten Teil zu meinem neuen Volvo EX30. Und wie ihr hervorragend seht, da oben steht AW Auto Wertmann. Das ist das alte Auto Wertmann. Hier auf dem neuen Schild steht dann auch schon drauf MH Auto Wertmann GmbH. Und da wisst ihr dann schon, ne, wer die Folgen öfters schaut, MH Auto gehört zu den MH Autohäusern. Und das hier hinten ist im Prinzip der Spezialist Karosserie und Lack. Das heißt, ihr habt einen Unfall, drüben steht ein BMW, der sieht so ein bisschen nach Unfall aus, wenn die Airbags offen sind, dann ist das hier so ein Thema. Und das ist wirklich so ein Kompetenzzentrum für Lackierarbeiten und für Unfallinstandsetzung. Ich finde es aber nicht nur schön, weil wir einfach mal jetzt tatsächlich alle vier Autohäuser in den vier Folgen vorstellen konnten, sondern auch, weil tatsächlich hier steht so ein Solarpinsel und ich finde es einfach geil. Da oben scheint die Sonne, Solarzelle, und wenn ich jetzt auf das Autohaus schaue, dann sehe ich auch, dass das komplette Dach mit Solarzellen besetzt ist. Und zwar nicht einfach nur diese eine Schräge da hinten, es ist wirklich alles mit Solarpanels belegt. Ich muss den Herrn Müller irgendwann mal fragen, was das Ding hier für ein Output hat, weil ich bin mir ziemlich sicher, diese Geschichte, die man ja auch gerne erzählt beim Elektroauto, ne? Sonne, Solarpanels, da hast du die Energie, Auto und damit fährst du zur Arbeit. Diese Menge an Solarpanels hier oben drauf, da kommt ordentlich was bei zusammen. Aber es soll an dem Video ja jetzt gar nicht um Solartechnik und so weiter gehen. Es soll auch gar nicht weiter um den Lackierbetrieb gehen. Ich will euch einfach mal zeigen, wie viel Platz hast du denn eigentlich in einem Volvo EX30? Weil es ist doch ein kleiner Volvo. Und der Mann, der da in der Kamera, vor der Kamera, der ist doch dick. Passt denn der da überhaupt rein? Nun gut, dass es vorne hervorragend funktioniert, habe ich euch schon gezeigt. Aber lasst uns einfach auch mal hinten einsteigen. Flo, welche Seite ist dir lieber, wo ich einsteige? Da drüben. Da, auf der anderen Seite? Ja. Okay. Der Sitz ist immer noch so eingestellt, wie ich gefahren bin, ja? Hat sich nichts verändert. Und ja, ja, ja. Natürlich ist, das ist jetzt auch keine Überraschung, das wusste ich ja auch vorher. Aber hey, ich bin reingekommen, ohne einen Hexenschuss zu haben. Ich werde auch wieder rauskommen, ohne einen Hexenschuss zu haben. Ich kann hier hinten auch eine Zeit lang sitzen. Es könnten auch zwei von meiner Sorte hier hinten eine Zeit lang sitzen. Und wenn du mal nicht unbedingt die adipösesten Kinder zu Hause hast, ne? Ist ja auch so ein Thema, so ein Ratschlag unter uns Eltern. Flo, achtest du auf die Ernährung von deinen Kindern? Ja. Pommes? Schokolade, Pommes, Ketchup, Pizza, Burger. Ja, gut. Also, wenn ihr diese hervorragende, sehr nährstoffhaltige Ernährung bei euren Kindern berücksichtigt, dann wird aus euren Kindern, ne, so war das nämlich bei uns zu Hause auch, Flo. Okay. Ne, will ich dir nur sagen, meine Tochter weiß sehr gut, was gesunde Ernährung ist und berücksichtigt das. Wenn ich bei meiner Tochter sage, komm, wir fahren zu McDonald's. Nee, Papa, das ist nicht so gesund. Kann ich viel lernen von meiner Tochter. Meine Tochter hier hinten reinsetzen, überhaupt kein Thema. Aber es geht ja nicht nur ums Reinsetzen. Es ist ja auch so das Ganze, wie variabel ist es und wie ist das Raumgefühl. Und hier mit dem großen Glasdach, ey, das ist halt schon sehr, sehr geil. Und das Glasdach geht ja wirklich die gesamte Länge. Ja? Vorne merkst du es, hinten merkst du es. Das ist aber gleichzeitig so getönt, dass dir die Sonne nicht das Hirn wegbrutzelt, aber du siehst trotzdem durch. Das ist eigentlich eine geile Variante. Und macht natürlich so vom Raumgefühl her, nur nach oben ist offen. Wie beim Cabriolet, nach oben ist gut. Sehr gut. Gehen wir aber trotzdem mal, wir klappen mal um, um einfach mal zu zeigen, weil die klassische Form des EX30 ist ja schon so ein bisschen wie ein klassischer Hot Hatch, ne? Also so ein Steilheckfahrzeug, hatte man in Deutschland früher gesagt. Steigt mal wieder aus. Und jetzt gehen wir mal nach hinten. Ich finde übrigens, ganz ehrlich, das da ist cool. Ja? Also wenn ein Auto sowas kann, wenn ein Auto sowas kann, ist cool. Ich persönlich nutze es irgendwie nie, weil ich weiß nicht warum. Hast du es schon mal benutzt bei einem Auto? Ja, schon. Ehrlich? Ja, wenn ich weiß, dass es funktioniert. Und okay. Wenn man dann da so davor steht, und aber wenn es funktioniert. Okay, also ich nutze normalerweise die Fernbedienung, um das Auto aufzumachen. Oder ich finde es einfach wirklich, guck mal, den Knopf da drinnen, ne? Du kannst ja dann, man hätte das ja in so ein O reinmachen, ganz viele Varianten, ganz, ganz fancy und so. Aber die Lösung mit dem einfachen Taster da drin, und der fällt nicht auf. Du hast ein total cleanes Heckdesign. Ich weiß nicht, ob ich das in den Videos bisher schon mal gesagt habe. Aber ich finde, das Heckdesign ist einfach echt gut bei dem Fahrzeug. Ne? Breite Schultern, guck mal hier, diese, du siehst ja, wie die C-Säule
Und dann hast du diese breite Schulter. Ich weiß nicht, ob wir das schon mal gehabt haben. Ich will es einfach noch mal sagen, weil ich sehe es gerade von hinten wieder und denke mir so, wow. Und genau das Gleiche ist halt auch einfach ein Knopf. Okay, machen wir den nach hinten rein. Ist einfach, ist versteckt, fällt trotzdem nicht auf. Ist aber perfekt zu bedienen. Ne? So, Flo hat sein Drehgepäck hier hinten drin. Ich räume es mal raus. Wir haben sogar diesmal... Ist das dein Gimbal, Flo? Nee, ne? Nein, das ist kein Gimbal, Leute. Lasst euch nicht verarschen von Flo. So. Und dann hast du nämlich hier... Oh, da steht noch das Preisschild. Das Preisschild tun wir mal weg. Doppelten Laderaumboden, sodass du eben das Kabel unten reinlegen kannst. Perfekt. Und jetzt reicht das vom Platz her. Also, auch hier, guck mal, es gibt Automobilhersteller, die verkaufen dir ja so eine Sonnenblendenfolie, die du so faltest, als Hutablage. Ne? Es geht halt auch einfach, eine richtige Hutablage reinzumachen, komischerweise. Auch hier, guck mal. Hier ist der Mahndreieck. Ne? Es ist niemals unter deinem Gepäck, das Warndreieck. Komm schnell und einfach dran. So. Und jetzt setze ich mich mal da hinten rein, weil ich glaube, nichts erklärt mehr, wie groß ein Kofferraum ist, wie wenn ich mich da hinten reinsetzen kann. Kriege ich meinen Kopf noch rein? Schwierig. Nee, ich glaube, das lasse ich, weil am Ende des Tages komme ich da nicht mehr raus. Aber du kannst, das war mir sehr wichtig, ein Drittel zu zwei Drittel umklappen. Gibt es auch Leute, habe ich gelesen, ja, 40, 20, 40 ist viel besser, anstatt ein Drittel, zwei Drittel. Natürlich, wahrscheinlich wäre es allerbeste 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Ne, ist halt aber einfach irgendwann schwachsinnig. Ne? Du musst ja auch nicht wirklich immer nur so breit machen, wie gerade deine Skier sind. Wenn du hier ein Drittel zu zwei Drittel machst, kannst du immer noch was Langes rein, dann hast du immer noch zwei Plätze hinten. Also ich weiß nicht, manchmal, man kann sich auch zu Tode optimieren. Ja, aber guck doch mal, Laderaummäßig, ey, brauchst du mehr Laderaum, Flo, im Nein. Normalfall? Ich glaube auch nicht, ich glaube, das reicht völlig aus, ich finde es mehr als ausreichend. Kommen wir vielleicht tatsächlich noch zu einem Punkt, dass das niemand rausgeräumt hat bisher. Was kostet der? Ja, ist ja so, man könnte Werbung machen. Ich könnte euch jetzt zum Beispiel sagen, so ab 259 Euro Leasingrate monatlich bekommt ihr euren EX30 bereits. Ist natürlich nur die halbe Wahrheit, weil das wäre nicht der Twin-Motor, nicht Ultra, nicht diese Ausstattungsvariante. Ist dann einfach Sockel und Basis. Flo, als wir die Pressefahrveranstaltung hatten und das Auto dort gefahren sind, hast du ja auch schon mal gesagt, ja, wenn, dann würdest du wahrscheinlich ganz nach oben gehen, volle Hütte wählen, weil am Ende des Tages zahlt man den Preis ja sowieso nicht komplett auf einmal. Die meisten Leute finanzieren ihr Fahrzeug oder leasen es. So, jetzt will ich euch auch noch sagen, was der hier gekostet hat. Ich will euch zumindest sagen, über Geld redet man ja ansonsten nicht so sehr. Ich will euch zumindest sagen, was er hier gekostet hat nach Preisschild. 52.090 Euro für die Motorvariante und die Ausstellungsvariante. Und dann waren noch 650 Euro für die Farbe und 990 Euro Fracht obendrauf. Ist es das wert? Das ist eine ganz spannende Frage, glaube ich. Das hat immer ganz viel damit zu tun, wie viel selber du auch in dein Auto steckst, also wie wichtig ist dein Auto, aber auch wie weh tut es dir, was du da reinstecken musst. Und da ist es halt höchst unterschiedlich. Ne? Der eine kauft sich für, was haben wir gelernt, bei den Emma Autohäusern, wann gibt es einen Suzuki Vitara, 23.000 irgendwas so in der Ecke. Ne? Mhm. Der eine kauft sich den und sagt, ich habe ein SUV und habe alles, was ich brauche, mehr brauche ich nicht. Der andere kauft sich vielleicht ein Mitsubishi Colt für 16.690 Euro, sagt, mehr Auto brauche ich nicht. Und der andere, der fährt vielleicht den Volvo V90 T8 für 80.000, 90.000 Euro.
Das ist ja etwas, was ich für euch auch nicht entscheiden kann. Das muss ja am Ende du als Autokäufer sagen. Für mich persönlich muss ja unterm Strich nur sagen, A, dort wo ich hingegangen bin, fühle ich mich wohl beim Auto kaufen. Und B, ich muss das Gefühl haben, dass das, was ich jetzt da hinlege, ich als Gegenwert bekomme und mich dabei wohlfühle und zufrieden bin. Und kann der EX30 das? Kann der Volvo EX30 diese 50.000 Euro abbilden? Ich finde, das kann er hervorragend. Und wer jetzt kommt, ja, aber umgerechnet in Deutschmark sind das 100.000 Deutschmark. Ja? Du kannst das auch in türkische Lira umrechnen. Das ändert nur nichts an dem Sachverhalt. Und davon mal überlegt, was hast du denn damals verdient, ne? Als wir noch die Deutschmark hatten? Da haben wir ja auch anders verdient. Und ich kann euch auch sagen, Brot ist teurer geworden in der Preisrelation als Autos. Insofern ist die Inflation und die Preissteigerung bei Autos ist doch alles sehr relativ. Ich persönlich bin der Meinung, das Auto ist es wert. Es bietet dir den Gegenwert, es bietet extrem viel Technik, es bietet extrem viel Fahrkomfort und es ist ein geiles Auto. Und dann ist eigentlich nur noch wichtig, wo gehe ich hin mit meinem Geld? Wo trage ich meine Geldköfferchen hin? Fühle ich mich da wohl? Gut, wer jetzt nach 4 Folgen noch nicht weiß, Habi, wo könnte ich dir jetzt mein neues Auto kaufen? Wäre ich nochmal so ganz unverbindlich am Ende des Videos, am Ende dieser Serie. Ey, fahr doch einfach in Spessart. Da gibt es die MH Autohäuser. Gibt es 4 Autohäuser. Wobei, wenn du hier in den Lackiererei-Fachbetrieb fährst, dann wird es ein bisschen schwieriger. Da stehen jetzt nicht so viele Fahrzeuge rum. Aber willst du einen neuen Subaru? Dann fährst du nach Gemünden. Willst du einen neuen Volvo? Fährst du nach Karlstadt. Willst du einen neuen Mitsubishi, in Suzuki, in Ora oder in Way? Dann fährst du nach Lohr. So einfach ist das, oder? Hast du noch Fragen, Flo? Nein. Dann war's das. Das war Auto ab. Mein Name ist Björn Habecker. Meine Freunde nämlich Habi. Wenn ihr den Kanal abonniert habt, dürft auch ihr mich Habi nennen. Jetzt freue ich mich auf eure Kommentare unten drunter. Und der Erste, der sagt, aber rechnet es doch mal in Deutschmark um, dem schenke ich einen Lolli. So als. Aber ist schon krass, wenn du das in Deutschmark umrechnest, 100.000. Oh Gott. Das ist echt. Kann das alles nicht mehr. Ich bin zu alt für diese Scheiße. Wo ist der Lolli? Ich bin zu alt für die Scheiße. Ich kann's nicht mehr.